Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei The Division. Wir sind gerade vor der Operationsbasis, denn wir wollen da rein. Denn wir haben da irgendeinen kleinen Auftrag. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal die Pistole zur Hand, damit wir die auch gleich hier wegstecken. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Laut Aufzeichnungen? Ich finde, beim ersten und zweiten Mal ist es noch lustig, diese Nachricht zu hören, wenn wir in die eigene Operationsbasis, die wir pushen, reingehen. Aber so langsam wissen wir, dass es hier sicher ist. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Ich habe auch keine Zeit. So, was haben wir denn hier noch? Beschaffungsteam. Lumpensammler. Sammelt alle zwölf Stunden Objekte. Talent ruhige Hände. Das Aufsuchen einer beliebigen Deckung verringert den Rückschlag 10 Sekunden lang um 25%. Das Töten eines Gegners in Bewegung, Wachposten, Brand und Explosion, Wachposten, Präzision. Ein Kopfschuss auf einen Gegner markiert ihn für 10 Sekunden. Wird mehreren Gegnern durch eine Explosion Schaden zugefügt, erhöht sich dieser um 20%. Oh, das ist alles interessant. Wenn alle Nebenmissionen und Kämpfe in einer bekannten Zone abgeschlossen sind, werden alle Aufklärungsdaten auf der Karte enthüllt. Ach, wir müssen auch die Kämpfe abschließen einmal. Ich bin fast für das Beschaffungsteam aufgrund des Talents. Die Upgrades funktionieren gut. Danke für Ihre Hilfe. Agent, wir haben jetzt Beschaffungsspezialisten, die sich auf das Bergen von Ausrüstung und Vorräten in Manhattan konzentrieren. Oh, cool. Lumpensammler, das heißt, Alter, alle 12 Stunden bekommen wir eine neue Klamotte. Da sage ich nicht nein. Halten Sie einen klaren Kopf, dann sehen wir uns wieder. Ich habe immer einen klaren Kopf. Was? Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurdest, unterstreicht nur deine Fähigkeiten. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Gute Arbeit auf jeden Fall. Was ich nice finde, ist, dass wir rückwärts laufen können. Ich finde das so eine coole Funktion. Wenn man drüber nachdenkt, das ist echt cool. Wo hast du das mal gesehen? So. Jetzt wollten wir uns hier drüben um die... Wo kommt denn die jetzt her? Wo kommt denn die Nebenmission jetzt her? Ist erstmal egal. Wir gehen erstmal zum Safehouse. 600 Meter ist sie entfernt. Nur 600 Meter? Das ist ja quasi ein Katzensprung von hier. 600 Meter. Warnung. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Soweit spuck ich. Ich kann gar nicht spucken. Während alle coolen Kinder irgendwann gelernt haben, irgendwie auf der Straße rumzurotzen. In Berlin ist das so, weiß nicht, Volkssport geworden, der Jugendlichen immer überall rumzurotzen. Ja, und dann so ein Spuckesee. Wenn man auf die U-Bahn wartet, hast du immer vor dir dann so ein Spuckesee, Alter, weil die alle rumrotzen wie die Bescheuerten. Wie die Lamas. Aber das ist ultra cool. Yo, ich bin down mit denen. Nee, ich habe das nie gelernt. Ich habe andere coole Sachen gelernt. Zum Beispiel Kickboxen, Taekwondo und so eine Sachen. Koga. Wenn ich versuche irgendwie rumzurotzen, spucke ich mir immer selber aufs Hemd. Hashtag True Story. Gut, dass Sie bei uns sind. Ich weiß, ich bin schon echt ein cooler Typ. Wäre das ganz anders ausgegangen. Ich stehe auf leichte Ziele. Hört dein Arsch mir! Was ich kriegen kann, solange es geht. Sprich dein Gebet. Das ist die schlechteste Situation, in der wir keine Munition mehr haben können. Wir haben Alex! Gib schon auf!
warte hier nur drauf, bis wir auf Stufe 12 sind, damit wir mal die M60 ausrüsten können. Das ist richtig so ein Massenrotzgerät, Alter. Da kommen wir nicht lang. Oh, hau, Alter. Der Tunnel? Welcher Tunnel ist denn das? Ist das der Tunnel, der nach Detroit rübergeht? Oder, scheiße, ich kenne mich so schlecht aus in Amerika. Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Okay, das war der Lincoln-Tunnel. Wenn er unter den Hudson durchführt, müsste es ja eigentlich nach Detroit gehen. Da ist irgendwas oben drauf, weil von da oben können wir so einen Sack ablassen, wo wir dann so ein Seil haben. Hier geht's in die Hudson Yards. Da unten haben die ein Safe House. Das ist nicht verkehrt, Alter. Aber auch ganz schön mutig, das einfach so offen zu lassen hier. So, dann wollen wir uns mal die Einsatztafel angucken und dann holen wir uns auch gleich die Nebenquests von dem Typi hier. Agent, schön Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen, in meiner legendären Rolle als Special Agent, in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen. Jetzt haben wir hier so einen Großkotz, oder was? So was brauche ich jetzt noch? So, dann schauen wir mal. Satellitenverbindung, Hudson Yards. Nachschublieferung. Die Satellitenverbindung. Agent, unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. Das 100 Pro da oben, wo ich gerade dachte, dass man da sowieso hoch muss, früher oder später. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, welche Gegnerstufe uns hier erwartet. Wir sollten auch aufpassen, ob hier überhaupt Gegner sind. Guck mal auf dem Radar. Habt ihr gerade gesehen, wie viel Stuff da ist? Stuff, Alter. Das andere ist wahrscheinlich oben. Okay, mal gucken, geht's hier hinten raus? Gut, aber wir sollen
Nach oben. Wir müssen aufs Dach, logisch. Satellitenverbindung. Klingt nach Cleaner. Geil, jetzt kommt der richtig gute Stuff, Alter. Rollkragenpullover in Oliv. Wir sind unfucking sterblich. Würdest du bitte? Okay, da geht's raus. Aber wir haben auf dem Stockwerk hier noch andere Räume gehabt. Aber den Überlebensratgeber. Ich würde gerne wissen, wer den geschrieben hat. Könnt ihr nachher mal kurz reingucken. Vielleicht ist das ja von unsagbarer Wichtigkeit für uns. Hier wäre eine Gitarre, die könnten wir Heather mitnehmen. Damit sie sich gegebenenfalls nochmal wehren kann. Bücher stehen in beiden Regalen genau gleich, sind bloß anders gefärbt. Außer das oberste Regal. Hm. Seltsam. Die Illuminaten? Okay, diesmal machen wir es intelligenter. Scheiße, wie komme ich noch hoch? Hier geht's wahrscheinlich hoch. Gut, dann machen wir es nicht intelligenter, dann machen wir uns doch wieder ein bisschen Zeitdruck. Jetzt kommen wir ganz gut durch. Es gibt ja zum Glück immer nur einen Weg. Unseren und den richtigen. Wir sollten uns überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen. Du hättest umkehren sollen. Von der Seite kommen wir nicht ran, aber von oben. Ach shit, das stimmt, da war ja noch was. Wir müssen ja die Antenne an sich auch noch reparieren. Wir haben noch 3 Minuten fast. Agent, gute Arbeit, wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind offensichtlich ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. Wie ist es, wenn wir jetzt sagen... Sie werden auch zerlegt. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich jedes Mal in die Waffe rein, die Mods rausnehmen. Also das finde ich eine blöde Sache, muss ich ehrlich sagen. Das hätten wir also auch so einstellen können, dass man dann sagen kann, yo, zerleg das, aber bitte ohne die Mods. Ja, egal, soll uns jetzt nicht stören. Haben wir noch ein Reflexvisier? Warte mal, für kritische Treffer...
Ja, doch. Eine Mündung, Kopfschussschaden, verminderte Bedrohung, ist mir egal. Magazingröße, Nachladetempo. Magazingröße mache ich mir jetzt bei einem LMG nicht so Sorgen. Und hier Präzision, sehr gut. Dann haben wir gerade gesehen, wir haben hier drüben Kopfschussschaden. Warte mal, den haben wir da drauf. Okay. Dann doch nicht. Hab mich geirrt. So, mit den Leben kommen wir ganz gut klar. Deswegen bin ich jetzt gewillt, unseren Waffenschaden ein bisschen zu boosten. Deswegen habe ich jetzt die Kampfmaske angelegt, die ein bisschen mehr Waffe hochpowert. Hier verlieren wir deutlich mehr. Aber das machen wir auch nochmal. Wenn wir merken, okay, mit den Leben wird es jetzt ein bisschen enge, dann sollten wir vielleicht nochmal umdenken. Aber momentan kommen wir da ganz gut durch. Neue Fähigkeiten braucht das Land. Haben wir aber nichts von dem, was wir haben wollen. Oh, und jetzt können wir was? Zwei neue Talente. Das Aufsuchen einer beliebigen Deckung. Das nehmen wir. Das heißt, wenn wir in eine Deckung gehen, haben wir so und so viel Zeit. Das hier? Achso, die Lumpensammler. Das Aufsuchen einer beliebigen Deckung verringert den Rückschlag 10 Sekunden lang um 25%. Rückstoßminderung. Ist doch nice, Alter. Wir gehen in Deckung und können dadurch dann präziser schießen, weil wir weniger Rückstoß haben. Finde ich nice. Richtig gutes Ding. Dann haben wir hier gleich die nächsten, die meinen Satz. Es gibt eine Versorgungskiste, um die sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das. Na, genau an der Stelle runtergelassen, wo ich es vorhin prophezeit habe. Gut, aber wir sollen in die Richtung. Nachschublieferung. Überwältigt. Ich auch. Ach nee, ich bin Semi. Das war ein Schuss, wo kam der her? Oh, was ist denn das? Eine Agentenspur? Jeremy Carmichael? Oder so ähnlich? Folgen wir dem mal. Interessiert mich ja wirklich, was hier mit den Agenten passiert ist, der ersten Welle. Weil irgendwas muss ja passiert sein. Da stand gerade noch was. Okay, es ist safe. Ich hoffe nur, dass wir keine Leiche finden. Wir finden immer nur die Akte. Hm. 3 von 20 Agenten. Leute, gebt euch das mal, ey.
20 Agenten. 3 haben wir erst gefunden. Beziehungsweise deren Akte. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich würde aber sagen, ihr wisst, was kommt. Wie es hier weitergeht, das siehst du, mein lieber Freund, schon morgen in der nächsten Folge von The Division, Alter. Denk dran, mir hier direkt unter dem Video ein Däumchen nach oben zu geben, wenn du davon mehr sehen wolltest. Mann, es gibt so Tage, da ist einfach das Sprachzentrum so im Arsch. Da...